Die Idee von diesem Projekt ist, dass sich Leute melden können mit Kochproblemen. Ich gehe dann einkaufen, gehe zu ihnen heim und löse das Problem miteinander. Heute werden wir frischen Äpfel-Tomatensalat machen mit Brot, Chips und Parmesan. Und zum Hauptgang eben das Hirse-Risotto. Und ich denke, wir machen ein Kalbsgläschen dazu. Manor hat eine grosse Auswahl. Es ist saisonal, was sie anbieten. Und wie gesagt, von den lokalen Produzenten. Wenn man schon lokal einkaufen kann, dann sollte man so machen, dass das Geld hier bleibt und man die lokalen Produzenten ein bisschen unterstützen kann. Es war recht stressig, weil wir haben uns natürlich gerade eingebunden und nachher haben wir natürlich gerade mitkochen oder dürfen mitkochen. Aber es war sehr interessant und hat auch gute Tipps verteilt. Ich finde die Stimmung gut bei den Leuten daheim. Es gibt immer so eine spezielle Stimmung und je nach Leute halt, je nach Menü ist immer wieder etwas anderes. Je nach Aufwand, was es hat und je nach Küche, vielleicht hat man die Hälfte nicht, das hat es auch schon gegeben. Sachen, die man nicht findet, dann muss man halt improvisieren und das macht es spannend. Was mir cool dünkt, wenn er hier ist, er macht es mit deinen Sachen, die du hast. Er hat zwar auch Sachen mitgebracht, aber sie sind wie deine Pfannen, deine Geräte in deiner Küche. Ich habe es extrem fein gefunden und vor allem einfach die Nuancen, so, die die Spitzenköche haben, wo man noch so ein bisschen Zitronen rausschmeckt. Und so, das finde ich sehr interessant, aber ich würde nicht selber auf die Idee kommen. Es war sehr fein. Das Hirsotto hat mich überrascht. Es ist sehr fein. Es ist ähnlich wie ein Risotto, aber mit Zitronenschalen, die wir noch drin haben, und Geissenkäse hat es mich wirklich extrem fein gedacht.